Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shoki Banoki Daily, hier bei Shoki Banoki New Television. Ja. Heute für euch im Studio der Sascha, der Christian, mit dem Geburtstagskind des Tages. Am 29. August hat Bob Beamon Geburtstag. Bob Beamon, ja, kennst du den Weitspringer, den Leichtathlet? Leichtathlet, Weitsprung, ja, ja. Olympische Spiele 1968 in Mexiko, der perfekte Sprung, Jahrhundertsprung. Eine Weite von 8,90 Meter. Hatte ganz, 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 ganz viele tausend Jahrhunderte hat er das. Tausend Jahrhunderte. Hat er das Bestand, der Rekord. Und ich bin ja der Meinung, dass Bob Beamon, entweder hat Bob Beamon sich nach Raumschiff Enterprise benannt oder Raumschiff Enterprise hat Bob Beamon als Vorlage genommen fürs Beamen. Fürs Beamen. Bob Beamon. Ich bin nicht ganz sicher. Aber 68 gab es, glaube ich, schon Raumschiff Enterprise. Klingt beides. Irgendwie nicht so plausibel. Doch, der Bob Beamon, das ist ein Künstlername, würde ich sagen. Bob Beamon. Der hieß eigentlich Bob Stewart. Ja. Und er hat gesagt, nee, Stewart will ich nicht heißen, ich will Bob Beamon heißen, weil er beamt sich ja von 0 auf 8,90 Meter, einfach so. Und weißt du, was Bob Beamon mit Ungarn zu tun hat? Nichts. Überhaupt gar nichts. Ist aber der nächste Punkt. Ja. Am 29. August 1526 haben die Osmanen bei der Schlacht von Mohax in Ungarn das ungarische Heer besiegt. Ne! Doch. Die Osmanen wieder. Die Osmanen. Ja. Da gibt es ja auch so Glühbirnen von denen. Ja. Osmanen. Nee. Nach der Schlacht von Ungarn haben wir gesagt, anders. Wir machen jetzt nur noch in Glühbirnen. Ja, ist ja anders. Ja. Ich habe jetzt gemerkt, das heißt Osmanen. Ja. Aber das heißt, die Glühbirnen heißen ja nicht Osmanen. Das sind die Mitarbeiter von ja. Das sind die Osmanen. Ja. Am 29. August 1968 ja. In Oslo. Heiratet der Kronprinz Harald von Norwegen, die aus bürgerlichem Haus stammende Sonja Haraldsen. Haraldsen. Ja. Kannst du ein bisschen Norwegisch? Norwegisch, nee. Nee. Norwegisch nicht. Geht gar nicht an dich. Nee. Nee. Aber ich kenne Norweger. Warst du in Norwegen schon mal? Ich war schon in Norwegen, in Oslo. In Oslo. Aber da sagte mir jeder, hier, wenn du in Oslo bist, der Oslofjord. Super geil, musst du dir angucken. Ich so, ja gut, alles klar. Was muss ich denn in Oslo? Ja, hier, wenn du in Oslo bist. Ich so, ich weiß, der Oslofjord, muss ich mir unbedingt angucken. Ich komme nach Oslo, Nebel, kannst ungefähr so weit gucken. Ja. Also ich habe den Oslofjord so über... Ja, musst du dir unbedingt angucken. Musst du dir unbedingt angucken. Ja. 2 Tage Nebel, ich 2 Tage in Oslo. In den Flieger gestiegen, zurückgeflogen. Und wie war der Fjord so? Der Oslofjord war atemberaubend, sag ich euch. Ja. Oslofjord. Ich war auch schon in Norwegen, bin von Schweden mit dem Auto nach Norwegen reingefahren, immer so kurz reingehuscht. Das heißt, du fährst von Schweden nach Norwegen rein und in dem Moment, wo ich da reingefahren bin, das war irgendwo am Polarkreis oben, hören die Straßen im Prinzip auf. Also in Schweden gab es nur Straßen, in Norwegen gab es... Nicht. Gab's nichts mehr. Auf einmal stehen da Rentiere überall rum. Ich dachte, ich weiß gedacht, das wären Zollbeamte oder sowas. Nee, es waren Rentiere. Fährst du so rum. Da bin ich nur so circa 10 Kilometer durch Norwegen gefahren. Ich dachte, nee, das geht nicht. Das sind ja keine Straßen hier. Und dann bin ich wieder zurück. Was ich dann im das Nachgang... Ist, die wollen in Norwegen keine Schweden haben. Ja, was ich im Nachgang, mitbekommen habe, ich hätte ein Visum gebraucht, glaube ich. Irgendwie so. Von Schweden nach Norwegen? Ja, das sind noch keine, ist doch kein irgendwas mit EU hin und her. Käse da. Ist doch, Norwegen hat sich doch irgendwie rausgehalten. Das ist so ein bisschen. Ich glaube, das hätte, mal hier in die Kommentare. Ich glaube, ich hätte irgendwas gebraucht, wenn ich nach einfach so von Schweden nach Norwegen kann man nicht einfach so fahren, glaube ich. Das ist, glaube ich, doch nicht. Ach, was weiß denn ich? Ehrlich. Das hat meine Ex hat mir das erzählt und die hat sowieso immer alles besser gewusst. Und du warst gar nicht da wirklich in Schweden, sondern dein Ex in Schweden. Genau. Das waren gar keine Arbeitskollege von der Ex. Das waren gar keine Rentiere, das war die Ex. Das war... Ja. Alter Vater. Ja, hat mir alles weggefressen, diese Rentiere. Genau, das war der 29. August. Wir sehen uns morgen wieder am 30. August. Hoffentlich wird es ein bisschen angenehmer. Ja. Cheerio, Miss Sophie. Oder...